never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win it life, I never miss that fact, taking big swings. So, hier steht er. BMW iX3 Carbon Schwarz, natürlich mit M-Sportpaket und das ist die Impressive Ausstattungsvariante. Ich finde ihn auch nach mehreren Jahren mittlerweile, wie er produziert wird, auch mit der Modellüberarbeitung sind jetzt zweieinhalb Jahre, mega. Wirklich einen richtig schönen Wagen. M-Sportpaket Standard dabei und das finde ich richtig schön. Ich würde sagen, wir steigen einfach mal ein in den iX3 und schauen mal, was so der Akkustand und so weiter sagt. Denn der iX3 begleitet mich diesmal ein ganzes Wochenende. So, das Akku ist fast voll, möchte ich sagen, mit 313 Kilometern Reichweite aktuell. Im Eco Pro bei 15 Grad. Schön mild ist es gerade. Und das finde ich immer noch eine schöne Darstellung. Schade, dass es die nicht mehr gibt in den neuen. Energiefluss und auch das Potenzial wird mit angezeigt. Ich mache mal den Wagen an, dann sieht man das besser. Das Akku ist fast voll. Das sind wahrscheinlich irgendwie 96%. Also alles wunderbar. 313 Kilometer Reichweite, wird der eine oder andere sagen, das ist aber wenig. Ja, ich bin nämlich schon 32 Kilometer oder knapp 32 Kilometer gefahren. Und wir machen jetzt mal eins, wir fahren erstmal rückwärts ein Stück und das ist, muss ich auch sagen, Bombe, wirklich. Rückfahrkamera, Top-View und ich fahre dir ewig rückwärts. Das ist überhaupt kein Ding, hier rauszufahren. Da brauche ich gar keine Spiegel oder irgendwas, das kann ich viel besser über die Kamera sehen. Nur nochmal nach rechts und links orientieren, ob irgendwie Verkehr kommt, kommt nicht. Und schon geht's los nach vorne. Wunderbar, Kartenführung ist drin, weil ich jetzt tatsächlich noch nicht den Driving System Professional aktiv habe. Den schalte ich aber gleich ein und fahre jetzt erstmal Richtung Autobahn. Der iX3 begleitet mich jetzt ein ganzes Wochenende. Er hat mich schon über eine Menge Strecken begleitet. Unter anderem bin ich mit ihm vor ziemlich genau einem Jahr eine lange Strecke gefahren zum Gardasee. Von Bochum bis zum Gardasee, schaut gern mal rein, hin und zurück. Eine wunderbare Strecke und da hat sich der iX3 für mich wirklich bewährt. Ich fahre jetzt hier zügig, bin ich unterwegs, sagen wir es so. So, und hier jetzt kurz rausbeschleunigen aus der Baustelle bzw. aus der Geschwindigkeitsbegrenzung und wir rufen die volle Leistung einfach mal ab im Eco Pro Modus und das geht schon zügig voran. Das sehen wir auch hier wunderbar, Driving Assistant Mode. Wenn ich den vorne drin habe, sehe ich direkt, Abstand wird eingehalten. Ich lasse den Wagen dann einfach fahren. Ich mache das Tempolimit rein oder das Limit setze ich hoch auf 160, 170, 180. Und wenn Verkehr vor mir ist, dann passt er das entsprechend an. Und wenn nicht, dann fahre ich halt die Geschwindigkeit, die ich jetzt gerade fahren möchte. In dem Fall 170, die ich eingestellt habe. Also eine sehr entspannte Fahrt, finde ich. Und der iX3 nochmal hat mich begleitet auf der langen Tour und nicht nur da, sondern auch vorab bin ich ihn schon lange wirklich gefahren und es ist, finde ich, ein sehr entspanntes Fahren im iX3. Von der Geräuschkulisse, von der Sitzposition und auch hier nochmal Thema Energiefluss. Ich sehe wunderbar, ich gebe gerade Energie ab. Ich sehe auch das Potenzial, was ich noch habe mit dem iX3, wenn ich jetzt zum Beispiel die Klimaanlage ausschalten würde. Das sind aber so kleine Faktoren. Und wir sind jetzt hier in Köln angekommen. 103 Kilometer bin ich ab Individual gefahren mit dem iX3. Durchschnittsverbrauch 18,4 kW-Stunden pro 100 Kilometer. Und das ist echt wenig. Es sind milde 16 Grad, 17 Grad jetzt hier draußen in Köln. Und wenn wir jetzt mal ab Werk gucken, 23,4. Ja, da war natürlich der kalte Winter mit dabei gewesen. Aber da finde ich den Wert jetzt gerade mal ob individual wirklich schon sehr gut. Das ganze Wochenende ist jetzt vorbei. Ich bin hier und da noch ein bisschen unterwegs gewesen ohne aktive Zielführung. Seht ihr, 320 Kilometer Reichweite habe ich jetzt mit dem iX3 mit rund 3/4 geladen. Wunderbar. Wir fahren natürlich erstmal ein Stück raus und ich schalte mal um in den Sportmodus, weil heute Morgen habe ich jetzt mal Lust, ein bisschen dynamischer zu fahren. Und dann will ich das halt auch mal die ganze Strecke darstellen, auch wenn 80, 60, 100 oder ist, will ich das einfach mal machen und jetzt auch gleich Tempolimit Aufhebung
und wir beschleunigen einfach mal voll durch, volle Leistung. Ihr seht, rechtes Leistungsspektrum ist hochgelaufen auf 100%. Rechts die kW, links daneben Newtonmeter nochmal angezeigt und da geht richtig was nach vorne. Ja, der ruft richtig Leistung ab. Bis 180, das ist der Topspeed und wir wechseln nochmal die Perspektive. Unten rechts kW, die wir abrufen. Boah, sind wir fast voll. Darüber Newtonmeter, links oben das die Drehzahl von dem Elektromotor und darunter die Temperatur. Und da sieht man, die wächst relativ schnell an die Temperatur. Ja, finde ich aber jetzt mal wirklich, wenn ich jetzt fahre mit 180, ist das eine sehr entspannte Fahrt. Ich habe das schöne Licht eingestellt, auch das große Cockpit vorne noch, in Anführungszeichen, das nicht Curved-Display, sondern ich habe das multifunktionale Instrumentenkombi mit dem separaten Display und ich finde es immer noch schön, im EX3 damit zu fahren. Und auch hier jetzt aus diesem Tempolimit beschleunigen wir zügig raus. Wir rufen einfach mal im Sportmodus die volle Leistung wirklich ab und beschleunigen wunderbar hoch. Klar. 180 haben wir erreicht und dann fahren wir diese 180 km/h einfach mal wirklich ein richtig langes Stück. Klar läuft da natürlich die Reichweite relativ zügig nach unten, das ist so. Hier kommt jetzt Tempolimit und da halten wir uns natürlich dran. Kurz nochmal raus beschleunigen, auch da wieder wunderbar. Das macht er wirklich schön mit. Jetzt haben wir ein bisschen längeres Tempolimit mit Baustelle dazwischen. Halten wir uns dran. Aber auch dieses endet irgendwann und wir können jetzt auch mal wieder richtig durchbeschleunigen auf 150, 60, gleich haben wir 170 und gleich sind wir schon wieder bei 180 km/h angekommen und wir fahren das jetzt wieder ein ganzes Stück. Das ist einfach wirklich morgens um die Uhrzeit und bei einer leeren Autobahn durchaus möglich und ich finde es trotzdem immer noch eine sehr angenehme Reisegeschwindigkeit für einen kürzere Distanz, dass man mal wirklich zügig vorankommt. Klar kann ich jetzt sagen, oh, ich kann auch 200, 250, 230 oder fahren. 180 braucht mir aber keiner sagen, Mensch, oh, da schläft aber jemand gleich ein bei dem ganzen Thema. Das ist schon wirklich in Ordnung. So, ihr seht, die Reichweite läuft weiter runter. Ja, und wir fahren jetzt aber auch runter von der Autobahn. Und wir fahren jetzt noch ein Stück gleich durch Bochum durch die Stadt durch. Wir wechseln kurz die Perspektive. Für ein bisschen mehr Entertaining sieht man hier ein bisschen mehr, finde ich. Gerade mit den Lichteffekten, das sieht doch mal richtig gut aus. Ja, hier steht er jetzt, der BMW iX3. Für mich immer noch ein wirklich perfekter Wagen. Ausgereift, ich fühle mich in dem Wagen einfach pudelwohl. Der besagte Turnschuh, in den man einsteigt, wo nichts drückt. Leistung ausreichend vorhanden. Eine sehr gute Leistung. Optik finde ich immer noch mega. Bedienung drin, kommen wir gleich nochmal drauf. Da gibt es für mich gar keine Fragen. Ein wirklich schöner Wagen. Voll und ganz. Von A bis Z, hier auch mit dem Carpet Light, das ist wirklich schön. Und wir gucken mal kurz in den Kofferraum. Für den einen oder anderen mit Sicherheit interessant, die Größe vom Kofferraum. Und da muss ich sagen, also das ist schon echt groß. Also ich komme jetzt an die Rücksitze ran. Ja, mit Hängen und Würgen muss ich auch dazu sagen, wir machen mal das Ablage oder den Sichtschutz drüber. Hier unten kann ich die Kabel reintun. Da brauche ich nicht irgendwie hin und her rutschen mit den Kabeln oder mir Gedanken machen, Mensch, wo tue ich den hin? Das passt alles wunderbar drunter. So, und ich würde sagen, wir steigen jetzt einfach mal ein in den iX3 und gucken mal, uns mal die Fahrwerte an von Freitag bis jetzt. So, wir haben jetzt hier 8 Grad Außentemperatur. Ist ein bisschen kühler oder deutlich kühler als Freitag, wo ich losgefahren bin. 118 Kilometer Reichweite haben wir noch und, nein, was sind es? 40? Knapp Anfang 40% sind es wahrscheinlich. Ja, so schaut es aus im Sportmodus natürlich. Ich mache den Wagen mal an und dann gehen wir über die Favoritentaste, die ich hier unten nutze, in den Energiefluss und dann sehen wir es. Wir haben immer noch ein Potenzial von 2%. Finde ich mal richtig mega. Ganz ehrlich, ja. So, und wenn ich hier bin, gehen wir direkt mal in die Sportanzeige. Ja, Sportanzeige. So, sehen wir oben links Temperatur, oben unten links Temperatur, Drehzahl, Newtonmeter und kW. Fahrdaten. So, ab individual. 190 Kilometer haben wir zurückgelegt mit durchschnittlich 22,8 kW. Abfahrtbeginn sind 77, knapp 78 Kilometer mit durchschnittlich 29,5 kW. Mhm.
So, und jetzt gucken wir nochmal auf die Werte ab Werk. Und klar, da ist natürlich der Winter mit dabei gewesen. Keine Frage, Winterräder, kalte Temperaturen und. 23,4 kWh, über 8700 Kilometer. Ist das jetzt gut, ist das schlecht? Also bei einer straffen Fahrweise finde ich das für ein iX3, also von der Größe her, schon wirklich in Ordnung, ganz ehrlich. Und was mir hier auch immer wieder gefällt, hier gibt es die, oder auch noch Vielzahl von Leuten gefällt, diese physischen Tasten. Zumindest noch hier oben für das Thema Klimabedienung, ob Sitzheizung, Klimaeinstellung. Hier unten die Favoritentasten, die leider von vielen gar nicht so richtig verstanden und genutzt wurden. Ich fand sie immer mega, sage ich ganz ehrlich. Ob Energiefluss, Telefonnummern, Radiosender drauflegen, top. Hier auch nochmal Lenkradheizung, auch da eine physische Taste. Bei den neuen häufig über Sprachsteuerung, wie ich das steuern kann, oder übers Touchdisplay vorne. Der eine sagt, buh, geht gar nicht. Der andere sagt, boah, das Beste überhaupt. Was mir allerdings im iX3 wie im i4 wunderbar gefällt es, dass wenn ich einen Modus reinmache, ob das Sport, Komfort oder Eco Pro ist, dieser Modus auch beim nächsten Start immer drin bleibt und ich nicht jedes Mal den Modus erstmal wechseln muss, wo ich eigentlich damit aufgehört habe zu fahren. Das war mein Feedback zum iX3. Ein Wochenende, 190 Kilometer, knapp 23 kWh pro 100 Kilometer verbraucht. Im Efficient-Modus zügig gefahren, im Sport-Modus zügig gefahren. Ich fühle mich immer wieder wohl im iX3. Auch vom Infotainment sagt der eine oder andere, oh, das ist schon alt. Für mich, ja, es ist reif, ausgereift. Ein wirklich schöner Wagen, ein gelungener Wagen. Ich fühle mich in dem immer wieder wohl. Ich weiß, wo jede Taste sitzt. Ich weiß, wie ich mit dem Wagen umzugehen habe. Guck gerne in meine anderen Videos rein zum iX3. Ob es die Fahrt zum Gardasee war, hin und zurück, die ich damit dokumentiert habe. iX3 am Limit, mal wirklich ausreizen. Wie weit komme ich, wenn ich nur Top Speed fahre? Like das Video, kommentiert das Video. Was gefällt euch besonders gut am iX3? Schreibt es einfach mal rein. Abonniert den Kanal und immer dranbleiben. Zum iX3 kommt mit Sicherheit noch was. Vielen lieben Dank. Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win at life, I never miss that path.